Äthiopien. Ihr habt doch bestimmt auch schon gelitten. 9000 Manpower. Hey, Nudoran, welcome. Willkommen im Stream. Nicht der Erste, aber im Moment der Erste, ja. Der Einzige im Moment. Herzlich willkommen. Das Fort hier ist wichtig. Wenn wir das Fort erobert haben, kann auf jeden Fall Äthiopien nicht mehr einfach so. Und auch klar, die können immer noch alles. Aber wir können halt auch belagern und das verlieren die Länder nicht sofort wieder. Beja sollten wir auf jeden Fall bald mal belagern. Nein, vielen Dank, Khorasan. Wir wollen, glaube ich, keine Staatsehe. Oh Gott, wir würfeln richtig schlecht. Shit. Dabei war das Fort doch schon so gut wie gefallen. Können wir vielleicht irgendwie einen Berater einstellen? Moral, ja, plus 2, aber ist jetzt zu teuer eigentlich. Naja, gut wird sein, dass Äthiopien ebenso Manpower verliert. Die dürften jetzt auch schon bei nur noch 2000 Mann Manpower sein. Das heißt, die müssen gleich auch Söldner einstellen. So, lass die Truppe mal gerade erholen. Vielleicht schaffen wir es ja hier so eine, so kleinere Einheiten irgendwie uns zu holen. Noch können wir nicht Military tacken. Leider. Vielleicht sollten wir mal in die Wüste angreifen. Im Moment haben wir ja einen kleinen Vorteil an Truppen. 22.000 Mann gegen 18 oder so. Ja. Und aber dann greifen wir einen Berber an. Schaffen wir das? Das müsste doch klappen. 6. Juli, ja. Die kommen erst am 10. Juli in Beja an. Wir haben zwar jetzt einen Crossing-Malus. Die haben auch echt einen guten Schock-General. Es wird schon wieder sehr knapp. Okay, der Krieg. Also Ungarn ist aus dem Krieg raus. Die Osmanen nehmen sich zwei Provinzen. Hier und hier. Okay. Eine 9 gewürfelt. Sehr, sehr, sehr gut. Oh nein, oh nein, nur eine 1. Das war's. Oh, gerade so. Extrem knappe Schlacht. Wir konsolidieren die lieber und holen uns gleich mal noch irgendwie neue Mercenaries, anstatt dass wir da immer die auffüllen lassen. Okay, das war jetzt eigentlich. Ach, Bea ist nicht Berber, sondern Bea ist das Ziel, okay. Das heißt, wir holen uns jetzt Bea und danach versuchen wir das Vorder zu bekommen. Der Krieg ist vorbei, also der Osmanische Krieg ist vorbei. Die haben sich Kaffa geholt.
Alles klar. Wird alles Makuria hier. Sollten wir den auch geben, sonst gibt es da Unrest. Ah, können fast tacken, was Artillery verstärkt. Kann nicht mal irgendeiner der Nachbarn hier, vielleicht Äthiopien, auch noch den Krieg erklären? Das wäre doch erst. Das wäre doch gerade die Gelegenheit. Die haben keine Manpower mehr, die haben gar nichts mehr. Wir haben immerhin freie Diplomaten. Das heißt, wir claimen einfach nochmal ein paar Provinzen. Hier geht nichts mehr. Khorasan könnten wir machen, aber brauchen wir nicht. Wahrscheinlich. Weil wir vorhaben, Persien zu vasalisieren. Mal sehen, ob es klappt. Das Fort hier wäre echt nicht verkehrt. Und dann vielleicht noch die Hauptstadt und in der Zeit. Aber wir müssen auf jeden Fall vorher die Armee vernichten. Da geht das Kriegsziel wieder dahin. Aber das Fort haben wir gleich. Immerhin. Und da kommt ein guter General. Die Truppen brauchen wir nicht, aber den General, den können wir gebrauchen. 4-2. Okay. Nein. Kommt schon, Söldner. Kommt schon, schneller. Oh Mann. 8 Tage, halten die noch 8 Tage aus. Und nochmal 6. Ah, eine 1 gewürfelt. Ah, ja. Glück gehabt. Sehr viel Glück gehabt. Cool. So close. Hat fast geklappt, Äthiopien. Und endlich haben wir dieses Fort. Ich glaube, die konsolidieren wir mal. 1-2 Monate nicht. Die kommen in Laster an. Und im Vor am 9. November. Das heißt, wir sagen mal, attached uns bitte alle. Und wir greifen die jetzt da im Vor an. Vielleicht kommt er mit. Unser Lieblingsgeneral hier. Komm schon. Join us. Er kommt nach. Bisschen zu spät zur Party quasi. Gott, das ist wieder so knapp. Und diesmal verlieren wir. Naja, macht nichts. Unbelievers have no place. Okay, die Moral ist grottig. Wir müssen noch einen Monat warten. Gehen schon mal nach Assab. Greifen einfach wieder an. Wir haben ja jetzt diesmal von vornherein den guten General dabei. So, dass wir im Juni ankommen. Am 2. am besten. Dann haben wir nochmal einen Moraltick und die Truppen könnten sich nochmal einmal regenerieren. 5000 Mann mehr, besseren General.
Würfeln nicht so gut, aber jetzt geht's. Okay, cool. Schlacht gewonnen. Und Military Tech. Hervorragend. Wählen auf jeden Fall auch jetzt wieder eine Kanone aus, die es wert ist. Und zwar die. Und ihr dürft jetzt einfach belagern gehen. Wir bleiben hier stehen. Wir bleiben in diesem Fort und bewachen es. Ihr geht einfach da irgendwelche kleinen Provinzen belagern. Am besten alles, dieses ganzen Camp-Gebiete von Makuria. Wahrscheinlich nicht. No. Beja ist auch Makuria. Wir wollen eigentlich Folgendes. Die Kerngebiete von Makuria. Und vielleicht Ashab, wenn es irgendwie geht. Return Course. Alles, was nicht belagert ist. Also diese vier Provinzen sind belagert. Und bei den anderen müssen wir Return Course machen. Da, die vier. Ah, das geht auch so, okay. Das sind Kerngebiete, deswegen kann man die auch so anwählen. Und Asap, das macht 37 Warscore. Da brauchen wir noch einen Moment für. Das heißt, wir müssen die Schlacht hier schlagen. Aber zuerst vielleicht die. Einfacher. Sieht gut aus. Okay, wieder eine Schlacht gewonnen. Ist kein einfacher Krieg. Puh, Mercenary Cost. Plus 30%. Das wird uns ziemlich teuer zu stehen kommen, wenn wir das machen. Oder wir machen Local Unrest und verlieren 10 Prestige. Puh, aus Unrest hier ist auch nicht gut. Na, mal sehen. Vielleicht nehmen wir, also wenn, dann nehmen wir ja sowieso nur Asap und geben den Rest halt Makuria. So, die Hauptstadt zu erobern ist eine sehr gute Idee. Wir sollten mit der Belagerung auch schneller fertig sein als Äthiopien mit dieser. Und vielleicht sind sie dann gewillt, die Kernprovinzen zurückzugeben. Oh, wird eng. Die haben die Walls breached. Komm schon. Verdammt. Ah, wir haben einige Ansprüche bei den Mamelucken verloren. Oh, das war mal eine sehr eindeutige Schlacht. Vielleicht hat das schon viel gebracht, die neue Tech-Stufe. Okay, jetzt wird's gehen. Hat Makuria hier auch noch Anspruch, oder? Ne. Das sieht doch gut aus. So machen wir das. Wir geben Makuria all seine Kors zurück und nehmen für uns Ashab. Und 36 Dukaten. Cool. Sehr, sehr gut. Ich glaube, wir entlassen mal die Hälfte der Söldner in die Unabhängigkeit. Also entlassen die einfach.
und annektieren Makuria. Das ist jetzt noch unsere gesamte Armee, 12.000 Mann. Also insgesamt 15 Regimenter. Lustige Tech-Stufen hier. 6, 7, 13. Sehr gut. Wir haben jetzt hier eine durchgehende Linie geschaffen. Makuria gehört schon mal uns. Hervorragend. Oh, und die Mamelucken sind im Stress. Kann man sagen. Der Krieg zwischen Khorasan und Persien dauert an. Unsere Truce mit Persien ist abgelaufen. Aber wir müssen mal abwarten, wie sich hier der Krieg entwickelt. Also gegen QQ gewinnt Persien gerade? Ne, die verlieren gegen... Komisch. Persien verliert gegen QQ, obwohl die hier alles belagert haben, gewinnt aber gegen... Okay, das ist von QQ belagert, deswegen. Gewinnt aber gegen Khorasan, Sindh und Yarkand. Bisher. Weil Multan in dem Krieg auch noch dabei ist. Ah, okay. In dem nicht. Ja, aber das gibt ja nichts, Persien. Sorry, aber da seid ihr raus. Hey, Sakeko. Willkommen. Okay, Makuria is ours now. Wie lange brauchen die, bis sie annektiert sind? Gar nicht mal so lange. 7 Jahre. Und danach hätten wir wieder einen Diplo-Slot frei. Um halt dann vielleicht Persien zu vasalisieren. Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Falls es jetzt passiert, dass die komplett annektiert werden, auf irgendeine Art und Weise, können wir sie auch sowieso wieder in die Unabhängigkeit entlassen. Müsste doch gehen, oder? Wir haben noch persisches Kerngebiet. Oh, die Osmanen lieben uns inzwischen. Und Äthiopien ist endlich wieder so klein, wie es sein soll. Der nächste Krieg gegen die wird schon nicht mehr so anstrengend. Wobei der nächste Krieg auch insgesamt noch ein bisschen dauern wird. Okay, wir haben aber einen Kredit, das heißt, wir bauen jetzt am besten kein Gebäude. 298, die müssen wir auch erstmal ansparen wieder. QQ hat sich eine Provinz von Persien geschnappt. Und sind damit wohl aus dem Krieg raus, okay. Na, das sieht nicht so gut aus, würde ich sagen. Für Persien. Bin mal gespannt. Khorasan hat keine Ansprüche hier. Khorasani Purge of Persian Heresy. Ja, sie haben den religiösen Kriegsgrund gewählt. Khorasan hat allerdings auch -3 Stabilität. Wow. Ah ne, ist Prestige, sorry. +1 Stabilität. Persien hat -43 Prestige. Ah, wenn man die ganze Zeit Schlachten verliert. Und Äthiopien hat jetzt Rebellen. Bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also wir müssen auf jeden Fall erstmal Manpower sparen. Sage ich zwar jedes Mal, aber diesmal müssen wir es wirklich machen.
20 Prestige verlieren oder 46 Dukaten, dann lieber die Dukaten. Also mal sehen, wie sich das hier entwickelt. Multan wird schon ziemlich zerfetzt gerade von seinen Nachbarn. Sind es auch im Krieg? Ah ja, genau. Zusammen mit Khorasan halt. Wann wären die Osmanen denn wieder bereit, uns in einem Krieg zu unterstützen? Jetzt. Oh, das ist verlockend. Habe ich nicht gerade gesagt, wir müssen warten? Wenn wir Persien jetzt den Krieg erklären und es irgendwie hinkriegen, sie zu vasalisieren in diesem Krieg. Würden wir danach automatisch in den Krieg reingezogen. Dafür ist es, glaube ich, schon ein bisschen zu spät. Also Persien wird bald bestimmt aufgeben. Naja, wir warten mal ab. Wie sich das entwickelt. Wer da wie viele Provinzen sich nimmt oder so.